Ja, hallo. Hier ist Günter Born von Born's CT und Vista Blog. Ich habe hier von Pearl ein Touchlet X7GS, ein 7 Zoll Android Tablet-PC mit Ice Cream Sandwich. Ja, schauen wir mal an. Das Gerät habe ich schon ausgepackt. Ja, ich hoffe, man sieht das so in der Kamera. Man einen Micro-USB-Anschluss, der auch direkt auf eine Dockingstation passt. Alternativ hat Pearl hier so ein Adapterkabel beigelegt, was ich hier einstecken kann. Hier an der Seite haben wir so eine kleine Klappe, wo ich den Mini-HDMI-Adapter anschalten kann. Oder ich kann hier eine Micro-SD-Karte einfügen. Dann haben wir noch einen Ladeanschluss, Ausschalter. Dann haben wir ein Loch für die Reset-Funktion auszulösen. Und noch eine 3,5 Zoll Klinkenbuchse für den Kopfhöreranschluss. Hier haben wir noch einen Lautstärkeregler. Lautstärke hoch und runter. Ja, und hier ist wohl irgendwo noch Lautsprecheranschluss. Hier ist irgendwo Kamera, Helligkeitsregelung und hier müsste jetzt irgendwo noch das Mikrofon sein. Okay, wir haben hier drei Tasten. Ich ziehe das mal wieder raus. Drei Tasten, um das Tablet Home und so weiter, um Android zu bedienen. Schauen wir mal, dass ich den Screen wieder einschalte. Okay, damit haben wir hier eigentlich schon Ice Cream Sandwich. Muss das mal richtig halten, damit es sieht. Es geht also relativ schnell wieder in Ruhemodus. Ich entsperre das mal. Das ist schon der Standard-Desktop vom Touchlet mit den Ice Cream Sandwich-Bedientasten. Hier haben wir zusätzlich noch zwei Tasten, um die Lautstärke mit zu regeln. Statusleiste und den Touchlet Desktop-Hintergrund. Ich habe hier schon zwei Apps installiert. Android Status zeigt mir hier, dass ich eine ARM V7 CPU, also einen Cortex A8 habe. Der läuft mit 1283 MHz. 346 MB Speicher kann ich nutzen für Android. Und ich habe hier einen NAND-Speicher von 3,4 GB. Ja, hier habe ich noch die Signalstärke, die ist jetzt minus 52, ich hatte eben auch schon mal 45, also ist eigentlich in Ordnung. Vorinstalliert ist hier eigentlich der Eintritt-Market, Google Play, Play Store, Kamera-App, Dateimanager und die üblichen Apps aus der Google Suite. Schauen wir mal gerade den Dateimanager an. Das Gerät ist übrigens geroutet, also ihr seht, ich kann hier im Dateimanager direkt mit auf die Root-Dateien zugreifen. Das ist offensichtlich eine Sache, die sich bei den Touchlets mittlerweile durchsetzt. Beim X10 habe ich also auch direkt ein geroutetes Gerät bekommen. Gehen wir mal ganz kurz mal schauen. YouTube ist nicht dabei. Kamera. Naja, Zeit für einen Videochat ausreichend, aber mehr eigentlich auch nicht. Bedienen lässt es eigentlich ganz flüssig, da kann ich eigentlich nicht meckern. Gehen wir mal gerade in den Browser rein.
rufen wir mal eine Webseite auf. Dauert hier so ein paar Sekunden, aber irgendwann sollte sich doch die Spiegelseite aufbauen. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob, wundert mich schon, dass das schon etwas zäh hier reinkommt mit dem Bildaufbau. Bin ich eigentlich ein bisschen schneller gewohnt. Naja, schauen wir mal. Ja, jetzt geht es ein bisschen flüssiger. Das Zoomen funktioniert hier aber nicht. Ich hole den Mobilbrowser. Schauen wir mal, dass wir den schließen. Gehen wir mal auf Born City. Okay, kann ich hier was ver- Okay, hier kann ich auf jeden Fall skalieren. Rufen wir mal gerade einen Block auf. Ja, und da haben wir schon den ersten Artikel zum X7GS. Er braucht doch irgendwie relativ lange beim Surfen. Mal schauen. Drehen wir das mal gerade. Naja, jetzt merkt man schon. Also hier sollte eigentlich das Rendering etwas schneller gehen. Gefühlt muss ich sagen, ist das Touchlet X10 da wesentlich fixer. Aber egal, okay. Das war's.